Herzlich willkommen an alle Zuschauer in den Homeoffices dieser Welt, an alle Teilnehmer der AI for Business Konferenz. Zuerst ein großes Kompliment und viel Respekt an Sophie und ihr Team, die das durchziehen in dieser Corona-Krise. Ich glaube, wir betreten alle Neuland in diesen Zeiten. Ich ganz im Besonderen hier. Ich habe nämlich noch nie ein Referat so aufgezeichnet. Hätte ich das mit der Corona-Krise ein bisschen früher gewusst, wäre ich auch noch zum Friseur gegangen. Ich habe sie nach bestem Wissen und Gewissen ein bisschen retuschiert. Es bietet, wie gesagt, Nachteile, aber eben auch Vorteile. Und zwar geht es um den Umgang mit Technologie, eigentlich die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine. Und das ist ein Thema, das mich schon immer fasziniert hat. Und ich möchte ganz kurz in einem Video über meinen Background berichten. Let me share with you one of my very first humble approaches in AI. It's actually my first attempt to tackle the brain by connecting living brains with machines. So I'm a neuroscientist by training. My task was to dissect those brains out of animals, put them in dishes with artificial blood, and keep those brains alive for a few more days. It looked actually like Frankenstein's office. So I had to insert electrodes into these living brains, into the visual nerves here, and connect them directly to a mobile robot, which moved around with the video camera signals. And those video camera signals then were fed back to the visual nerves in this brain, sitting in this dish, kept alive. And if you were that brain, or I was that brain, and all of a sudden, instead of your biological eyes or your glasses, you have directly electrodes pinched to your visual nerves, you, of course, would like to do something with your body. But the problem was, the body was just like cut away. So the only thing that looked out of the brain was a little bit of spinal cord. So I inserted again two electrodes into the output of the brain and fed it back to the wheels of this robot. And this was in the year 2001, one of the very first cyborgs, like the connection between a brain and a machine. So why do I tell you that story before Apro, actually? It is here where the technology of StarMind emerged and where a lot of ideas actually were born. Was ich in den Biologievorlesungen ebenfalls gelernt habe über das menschliche Hirn, ist, dass wir uns am besten drei Dinge merken können. Und deshalb möchte ich mit Ihnen drei Hauptaussagen diskutieren. Das erste ist, ich glaube, dass es eine Frage der Zeit nur ist, bis man menschenartige künstliche Intelligenz hat. Da ist ein riesengroßer Wettlauf im Gange. Ich möchte Ihnen darüber berichten. Der Punkt zwei ist, ich glaube nicht, dass es künstliche Intelligenz gibt. Und deshalb muss ich immer ein bisschen aufpassen, wenn ich Referate halte. Ich möchte nicht der Partypooper sein, aber dafür haben wir nachher angeregte Diskussionen über das Thema. Und das dritte Thema, mein Lieblingsthema, ich finde, wir sollten alle Cyborgs werden. Ein Cyborg ist quasi, wenn ein Mensch Technologie einsetzt. Und da möchte ich mit Ihnen auch diskutieren, was das für uns bedeutet. Und lassen Sie mich mit dem ersten Thema beginnen, über diesen Race, den Wettlauf für künstliche Intelligenz. Ich möchte Ihnen dies wiederum mit einem Video zeigen, der diesen Spirit im Bereich künstliche Intelligenz dieser Tage gut wiedergibt. But why some say the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why 35 years ago, fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills, because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. Sie hören es bereits, ich bin ein großer Fan der Mondlandung. 2019 war ein ganz besonderes Jahr für mich. Die Faszination um künstliche Intelligenz hat schon früh begonnen und für mich ist die Schaffung von künstlicher Intelligenz wie die Mondlandung des 21. Jahrhunderts. Die Faszination hat schon früh begonnen bei mir. Ich war damals im Gymnasium etwa 12 Jahre alt, als der griechische Lehrer die Prometheus-Sage uns erklärte. Sie sehen das, wie die Menschen quasi lehmhaufenartig waren, unbeseelt. Und der Prometheus hat das Feuer vom Zeus geklaut und hat den Menschen das eingehaucht, quasi die Intelligenz eingehaucht. Und für mich war Prometheus immer ein Superstar. Und der Griechische hat mir dann gesagt, nein, Pascal, das ist genau nicht verstanden, das darf man nicht. Nur die Götter dürfen Menschen bauen, nur die Götter dürfen Intelligenz kreieren. Und da war so mich geschehen, das hat mich dann fasziniert. Und seit dort wusste ich eigentlich, dass das Thema Robotik und künstliche Intelligenz eigentlich so mein Ding ist.
Ich möchte Ihnen weitere Gründe nennen, weshalb das Thema faszinierend ist und auch relevant ist. Am besten auch hier mit einem kurzen Video. Why do you want to crack the brain code? Why does it matter? Why do we care? So there are three reasons why I want to crack the brain code. Reason one is, it's the most exciting endeavor and challenge of our time. I mean, it's like the moon landing of the 21st century. There is no bigger challenge than understanding the human brain. The second one is pure fear. I think if the intellectual property in artificial intelligence goes to the wrong hands, that it's owned by a government or that it's owned by some large tech companies, I do not want to live in such a world. So we definitely need to move fast in order to understand AI, in order to own the IP and make it an open source. The third reason is there are so many challenges around the globe. I do not think that the human brain with human intelligence can actually cope with all these challenges. I think we need better answers than our human intelligence. And I also think there's a lot of know-how these days. If we connected that somehow, we could definitely solve many, many problems that we have. The UN goals, for example, I think we could about solve 10 of these instantly if we only connected the know-how that exists in the world by means of AI. These are the three reasons why I think we need to crack the brain code. Wie gesagt, die aktuellen Entwicklungen zeigen es. Es kann doch nicht sein, dass ich bis 64 Jahre Bücher lesen muss, damit ich weiß, was die anderen Kollegen auch noch wissen über ein Spezialthema. Ich glaube, dass wir vor allem in der Spitzenforschung künstliche Intelligenz einsetzen müssen, um die aktuellen Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen. Ich glaube nicht, dass ein einzelnes menschliches Hirn in der Lage ist, mit den komplexen Problemstellungen dieser Welt fertig zu werden. Und das ist ein großer Motivator für ganz viele, auch Investoren, in dieses Thema zu investieren. Kommen wir zum Punkt 2. Punkt 2, ich bin eben ein bisschen skeptisch, wenn es um künstliche Intelligenz geht und ich möchte Ihnen ganz kurz erläutern, weshalb das so ist. Von was sprechen wir eigentlich, was meinen wir eigentlich, wenn wir künstliche Intelligenz sagen? Ich zeige Ihnen da einen Slide. Da sehen Sie ganz viele Begrifflichkeiten, wie zum Beispiel den IBM Watson oder den Pepper Robot, den man in jeder zweiten Ausstellung sieht. Man sieht hier auch die Society 5.0, wo man das Haus nicht mehr verlässt, weil man zu Hause mit Virtual Reality alles organisieren kann, machen kann. Also ist ein ziemlich verwirrender Begriff, AI, der wird mit ganz vielen anderen Begriffen vermischt. Und es gibt Menschen, die sagen, dass man in eine AI-First-World geht. Und es stellt sich nämlich dann die Frage, ja, was ist dann eigentlich künstliche Intelligenz? Und was ist, wenn es ein bisschen geschummelt ist? Und das sehen Sie hier auf diesem Bild. Und ich möchte Ihnen das mit einer interessanten Begebenheit kurz darstellen, dass man nämlich vor 200 Jahren eine ganz ähnliche Fragestellung hat, nämlich anhand des sogenannten Schachtürken. Was Sie hier sehen bei diesem Schachtürken ist eine Roboterpuppe, die sah aus wie jemand aus Persien. Die konnte Schachfiguren bewegen. Und man sieht es hier, die hat während Jahrzehnten quasi jeden Menschen im Schachspiel geschlagen. Und da gibt es ein bekanntes Gemälde, das man in Prag besichtigen kann. Sogar Napoleon himself wurde durch diese Maschine geschlagen. Und Sie ahnen es schon ein bisschen, die Begrifflichkeit denn, Schachtürke kommt aus dieser Zeit. Wenn Sie nämlich den nächsten Slide anschauen, dann sehen Sie, dass das ein bisschen geschummelt war. Da saßen nämlich kleinwüchsige Schachspieler in dieser Maschine. In dieser Maschine haben die dann Zahnräder von innen quasi angetrieben. Das hat dann geklappert und gerattert. Und die Menschen dachten dann, das sei tatsächlich eine Roboterpuppe, die diese Schachfiguren bewegen würde. Und Sie sehen es an dieser Skizze. Es hat etwa 84 Jahre gedauert, bis man herausgefunden hat, dass das ein bisschen geschummelt war. Und dann hat man diese Maschine feierlich in Philadelphia verbrannt. Und Sie können sich vorstellen, die Geschichtsschreiber dieser Tage dort haben sich überschlagen mit den Prognosen, wann gibt es künstliche Heere, wann gibt es wirklich den künstlichen Emperor. Da gibt es ganz interessante Niederschreibungen mit den Voraussagen. Und nach etwa 84 Jahren war dann dieser AI-Hype wieder zu Ende. Und wenn Sie ein bisschen provokant vielleicht den nächsten Slide anschauen mit diesen Büchsenmenschen, dann frage ich Sie halt, wie lange haben wir eigentlich schon AI-Hype dieser Tage? Sind es 5 Jahre, sind es 10 Jahre, sind es noch ein bisschen 15 Jahre? Also ich denke, alles, was man heute als künstliche Intelligenz bezeichnet, ist eigentlich nichts anderes als die menschliche, biologische Intelligenz von Programmierern in Source Code reingepresst. Also da hat sich ein Programmierer ganz viel überlegt, hat sich überlegt, was passiert, wenn das und das und das, hat das in Programmiercode festgehalten
Und dem sagen wir dann heute künstliche Intelligenz. Und deshalb dieser Büchsenmensch hier, ich bin da immer ein bisschen enttäuscht, wenn ich das sehe. Ich erwarte ein bisschen mehr von diesem Thema. Ich möchte wirklich menschenartige künstliche Intelligenz bauen, die eben nicht nur das ist, was man in einer Box quasi festgehalten hat. Und vielleicht noch kurz zur Begrifflichkeit, das sehen Sie in dieser Chart hier. Es gibt ja diesen Begriff künstliche Intelligenz seit etwa 1956, da hat jemand gesagt, AI, Artificial Intelligence. Seit etwa den 80er Jahren gibt es diesen Begriff Machine Learning. Das ist eigentlich eine Unterrubrik von künstlicher Intelligenz, ein statistisches Verfahren. Das hat damit zu tun, dass damals die ersten schnellen Computer verfügbar waren und dann seit dem Jahre 2010 meine Lieblingsneuronalen Netzwerke, Sie ahnen es schon ein bisschen, Sie sehen nur eine Katze. Wenn man 300 Millionen Bilder von Katzen braucht, um zu sagen, es ist eine Katze, ein Pferd oder eine Kuh, finde ich das nicht so intelligent. Wenn immer Ihnen also jemand etwas erklärt und dann das Wort Big Data, Deep Learning und künstliche Intelligenz noch im gleichen Satz verwendet, empfehle ich Ihnen so ein bisschen skeptisch zu sein, weil doch eigentlich Intelligenz nicht so viel mit Big Data zu tun hat. Es wäre eher Small Data. Nehmen Sie eine Katze, ein kleines Kind zum Beispiel, schaut sich einmal eine Katze an, knuddelt diese Katze ein bisschen und weiß für immer, wie es eine Katze ist. Insbesondere mein Hirn ist ganz sicher keine Big Data Maschine. Ich vergesse andauernd Dinge. Mein Hirn ist sehr selektiv. Ich höre auch nur sehr selektiv. Das heißt, das biologische Hirn macht eigentlich alles, um Daten wegzubehalten von sich. Und trotzdem hat man mit diesen Deep Learning Ansätzen rauschende Erfolge gefeiert. Sie sehen es hier beim nächsten Slide. Der arme Luxedol hat dann hier verloren beim Spiel Go. Man hatte damals 2014 noch prognostiziert, dass es mindestens noch 25 Jahre dauern würde, bis ein Mensch quasi geschlagen werden könnte von einer Maschine. Das sei so komplex, Schachspiel sei quasi trivial im Vergleich dazu, weil es so viele Kombinationen hätte. Und für einmal lagen ja die Prognosen ganz falsch. Und ich glaube, der arme Luxedol hat dann im letzten Jahr im Dezember dann auch bekannt gegeben, dass er jetzt nicht mehr Go spielen werde. Jetzt, wenn man sich das aber ein bisschen genauer überlegt, wer spielt hier eigentlich gegen wen, dann fällt ja eigentlich auf, dass das Milliarden von Investments sind, Hunderte von Programmierern, riesen Serverfarmen gegen einen einzelnen Go-Spieler mit einem kalten Kaffee wahrscheinlich auf seiner Seite. Für mich muss ich sagen, finde ich das ziemlich eindrücklich, was so ein Hirn imstande ist zu machen, aber trotzdem ist das natürlich eindrücklich. Jetzt, ich möchte nicht nur meckern über das Thema, ich möchte auch versuchen, etwas Positives beizutragen und das mache ich mit dem nächsten Videobeitrag. Ich darf nicht immer nur wettern über künstliche Intelligenz, ich will auch etwas Konstruktives beitragen und darum einen Versuch von einer Definition von künstlicher Intelligenz. Sie sehen auf der linken Seite Performance, also eigentlich die Leistung von etwas und auf der rechten Seite sehen Sie Kompetenz und ich glaube, alles, was Sie im Bereich künstliche Intelligenz, ein bisschen Zeitung können lesen etc., hat vor allem mit dem da zu tun. Also schnelle Suchmaschinen, schnelle Roboter etc. Also alles, was es Regeln gibt, die man irgendwie automatisieren kann, kann man immer eine Maschine bauen, die ein Mensch wird schlagen wird. Jetzt interessant wird es, was ist eigentlich, wenn Sie eine Maschine fragen, was kann man eigentlich mit einem Pärchen Schuhe so machen? Dann sagen die meisten Maschinen, ja, so Schuhe, die kannst du einfach anlegen. Aber eigentlich würde ein Mensch sagen, also mit Schuhen, da kann man im Fall Nägel einschlagen, da kann man kleine Schiffchen bauen, die kann man über Mar rühren, weil wir wissen, was ein Schuh ist. Oder auch Schachbrett. Also wenn man jetzt ein 11x11 Schachbrett hätte und als Mensch hat man gelernt, auf einem 8x8 Schachbrett zu spielen, ist das jetzt für keinen Menschen ein Problem, der die Regeln kennt. Eine Maschine kann das nicht. Also das sogenannte Transferieren von bestehendem Know-how auf unbekannte Situationen, das, was man als Kompetenz bezeichnet, ist total Mystery. Und ich habe mir noch fest überlegt, ob ich am Wirtschaftsforum so etwas zeigen darf, aber was ist eigentlich extrem kompetent, aber nicht so performant? Und ab und zu habe ich das Gefühl, ab und zu ein paar Politiker, aber das wieder schnell wegtun. Um das abschließen, ich glaube, vor 300, 400 Jahren wollten die Leute künstliche Vögel bauen. Und dann hat es Forscher gegeben, die haben den Vogel verschnitten und gesehen, er hat Flügel und Federn und Knochen etc. Und sie kennen vielleicht die Holzgestänge aus den Geschichtsbüchern, wo dann da so, die Dinger haben dann nie so richtig geflogen.
Heute macht eigentlich die Hirnforschung genau den gleichen Fehler. Die schauen das Hirn an, machen da die Kubikmillimeter, die sie nachbauen wollen. Es war der Leonardo da Vinci, das ist übrigens das Bild, das Sie hier sehen, der gesagt hat, also wenn ihr wirklich einen Vögel bauen könnt, müsst ihr nur das Flügelprofil raustüfteln. Ob jetzt da noch Federn drauf oben kleben oder ob da noch Blut durch die Flügel drin ist, ist eigentlich völlig egal. Und darum interessiere ich mich eigentlich nicht für das biologische Hirn. Ich interessiere mich eigentlich für das Prinzip der Intelligenz. Ich will also keine Vögel bauen, sondern ich will den Flüger bauen. Und das, glaube ich, ist extrem wichtig, dass wenn man wirklich will künstliche Intelligenz bauen, dass man eigentlich das Prinzip der Intelligenz knacken sollte. Wir kommen zum dritten und letzten Thema, zu einem Lieblingsthema. Wir müssen alle Cyborgs werden. Was bedeutet das? Am liebsten hätte ich hier eine Linse auf meinem Auge. Und immer wenn ich etwas extrem Schwieriges gefragt werde, dann kann ich das wie von einem Teleprompter herunterlesen. Und Sie haben alle das Gefühl, wow, Pascal Kaufmann weiß dann viel, der hat sich auch so gut vorbereitet und so. Aber eigentlich bin ich eine Art Symbiose mit Technologie eingegangen und nutze die, um mir relevantes Know-how in Echtzeit quasi einzuverleiben oder anzuzeigen. Jetzt, wenn man so die Bilder anschaut, ist schon die Frage, sind wir eigentlich die letzte Generation, die es noch erlebt hat, wie es ist, wenn man kein Cyborg ist. Also jeder, der vor einem Computer sitzt, ist zwar eine Art Cyborg, jeder, der eine Brille auf dem Kopf hat. Und wenn man so ein bisschen schaut, da rüsten die Maschinen schon auf. Die menschlichen Hirne, ich sage jetzt mal nichts über die Steigung, aber entwickelt sich so ein bisschen linear, während die Maschinen wahrscheinlich exponentiell zulegen. Und wenn man hier so schaut, die digitale Revolution, vielleicht noch kurz zu den Begrifflichkeiten, Automatisierung, Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Wir sprechen ja über die Digitalisierung, die ganz, ganz viele Jobs quasi überflüssig macht. Also automatisiert wird seit Tausenden von Jahren. Der Archimedes mit seiner Wasserspirale, der da gedreht hat, das ist Automatisierung, das ist gut, das muss man unbedingt machen. Und Digitalisierung ist eigentlich Automatisierung mittels Computern. Da überlegt sich ein Programmierer ganz genau, wie ein Prozess abläuft und hält das daneben im Programmiercode fest. Und ich garantiere Ihnen, man will ganz sicher keinen künstlich intelligenten Prozess im Bankenumfeld oder im Versicherungsumfeld. Ein Algorithmus, der sagt, ja, man könnte es kreativ mal ein bisschen anders machen, deshalb nicht ein bisschen mal die Regeln biegen etc. und was Kreatives Neues erfinden. Deshalb ist eigentlich künstliche Intelligenz für mich eher das Gegenteil von Digitalisierung. Trotzdem können Sie hier schon mal Ihren Job oder Ihre Berufsgattung suchen auf diesem Slide hier. Wie lange gibt es denn eigentlich noch? Und es stellt sich schon die Frage, was müssen wir eigentlich machen, um relevant zu bleiben? Und ich möchte Ihnen dazu auch ein, zwei provokante Thesen mitgeben. Das ist so ein bisschen provokantes Statement. Ab und zu würde ich gewisse Wirtschaftsbossen da in der Schweiz das T-Shirt anlegen, wo mir sagen, ja, Pascal, ich weiss, eigentlich sollte man etwas machen im Bereich Digitalisierung, aber jetzt geht jemand nicht und so. Und es stellt sich schon ein bisschen die Frage, in welchem Team spielen wir eigentlich? Spielen wir eigentlich im Team Mensch oder spielen wir eigentlich im Team Roboter? Also wenn ich da so ein bisschen schaue, was da für Produkte eingesetzt werden, werden immer mehr Menschen aus dem Prozess raus tun. Und wenn man ein bisschen schaut, wie sieht es eigentlich mit künstlicher Intelligenz global aus, habe ich Ihnen mal die letzte Karten ausprintet. Das sind all die Länder, die eine sogenannte AI-Strategie haben. Ich habe natürlich geschaut, ob ich da die Schweiz drauf entdecke. Nein, leider nicht. Also in der Schweiz haben wir keine AI-Strategie. Ich mache Ihnen mal ein Beispiel von einer AI-Strategie. Also die Chinesen sagen ganz klar, bis 2020, wenn man den Rückstand geschlossen hat zur westlichen Welt, und bis 2025, wenn wir globale Dominanz haben im Bereich künstliche Intelligenz. Also ein klares Statement, eine klare Strategie. Wenn man ein bisschen schaut, wie sind eigentlich so Chinesen unterwegs oder die Amerikaner oder andere Länder im Bereich Anzahl Publikationen im Bereich künstliche Intelligenz, dann können Sie da ein bisschen zählen. Also irgendwo da im Bereich 40'000 Publikationen publiziert in dieser Zeitspanne. Die Schweiz irgendwo da unten im Bereich von 1'500, 1'600. Und eigentlich ist es bemerkenswert, dass wir in der Schweiz trotzdem führend sind im Bereich künstliche Intelligenz. Und zwar zeige ich Ihnen einfach eine einzige Chart, nämlich die hier. Der sogenannte Citation Impact. Also wenn immer eine wissenschaftliche Publikation in der Schweiz kreiert wird, an der ETH, an der Uni, an der Fachhochschule etc., dann hat das weltweit am meisten Impact, das wird am meisten referenziert von allen Wissenschaftspublikationen. Und das ist noch interessant. Das heisst, wenn eigentlich das Know-how, das wir in der Schweiz haben, ist eigentlich weltweit führend im Bereich künstliche Intelligenz. Und wenn Sie sich fragen, wie viel ist denn der Citation Impact von China,
dann rangiert das da irgendwo im Bereich von 0, irgendetwas. Und darum, wenn man das sich summiert, ist eigentlich die Schweiz eine AI-Nation. Das wissen gar nicht so viele Leute nämlich. Also die Schweiz als AI-Nation quasi, als ein mögliches Epizenter in der Forschung und künstlicher Intelligenz. Wie könnte man diese Talente, wie könnte man das Know-how in der Schweiz oder in anderen Ländern auch nutzen? Dazu möchte ich Ihnen ein Beispiel geben und dann auch eine Inspiration, wie wir vielleicht den Wettlauf um künstliche Intelligenz sogar aus Europa gewinnen könnten. Wir verkaufen künstliche Hirne. Und das hat vorher der Lipp schon gesagt, eigentlich ist das noch interessant, dass so eine kleine Firma aus Küsnacht in der Lage ist, eine der grössten Finanzierungen in Europa anzubringen im Bereich künstliche Intelligenz. Und das ist mir sich auch nicht so bewusst, dass wir eigentlich in der Lage sind, ein Talent weltweit zu begeistern, in die Schweiz zu arbeiten zu gehen. Und was wir machen, sie können einfach als ein Mitarbeiter von einer Nestle oder von einer Swisscom oder von einer Swissi, können sie einfach eine x-beliebige Frage an ihr Konzernhirn schicken und etwa 95% von allen Fragen wird das sofort gelöst. Details können sie irgendwo nachlesen. Jetzt interessant ist, die Technologie, wo man dort quasi grosse Anzahl Mitarbeiter zu sogenannten Problemlösungsmaschinen vernetzt, so wie so Superorganismen, kann man eben auch weltweit einsetzen. Also wir haben jetzt gerade das IQRK, sind wir dran vernetzen. Wir anfangen vernetzen Down-Syndrom-Familien, also Familien, die ein Kind haben, die Trisomie 21 hat. Und plötzlich sind wir auf die Idee gekommen, wieso tun wir nicht eigentlich mit dieser Technologie systematisch weltweit alle Talente im Bereich künstliche Intelligenz vernetzen und so einen ganz mächtigen Superorganismus bauen, wenn ich jedes Problem sofort kann lösen im Bereich AI. Und das ist eigentlich interessant, dass wir da Technologien haben, wo wir eigentlich weltweit das Talent können systematisch nutzen und eben dazu bringen, um einen Durchbruch erreichen im Bereich menschenartiger künstlicher Intelligenz. Und Sie sehen schon ein bisschen das Bild. Das Programm Mindfire, das vorhin mal erwähnt worden ist, zielt genau darauf ab, dass man eigentlich all die Talente weltweit vereinen, um das Problem eben lösen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ein einzelnes menschliches Hirn wird können künstliche Intelligenz kreieren. Ich glaube aber, dass wenn man hunderte oder tausende oder zehntausende gescheite Hirne dort irgendwie systematisch vernetzen, dass man eben einen Durchbruch machen kann. Ein interessantes Beispiel von vernetzten Talenten und Experten, unabhängig von Mindfire, konnte man vor zwei Tagen in den Zeitungen lesen. Adriano Aguzzi, ein Neuropathologe der Universität Zürich, hat einen der ersten Bluttests entwickelt gegen einen Antikörper bezüglich des Coronaviruses. Man hat vor kurzer Zeit in den USA herausgefunden, dass eben Coronaviren tatsächlich Antikörper produzieren und dann diese Antikörper im Körper sich befinden, die dann eben nachgewiesen werden können. Und Adriano Aguzzi hat dann aufgrund von diesen Resultaten aus den USA diesen Bluttest entwickelt, der jetzt einer der ersten in der Welt ist, wo man eben auch Immunisierung gegenüber Corona nachweisen kann. Das ist ein Beispiel, wie Talente und Experten weltweit miteinander agieren. Und ich komme zurück auf das Thema künstliche Intelligenz. Ich glaube, wenn man jetzt systematisch 200.000-300.000 Talente vernetzen würde im Bereich künstliche Intelligenz und die quasi laserfokusmäßig auf dieses Thema ansetzen würde, dann könnte man nämlich in den nächsten paar Jahren tatsächlich einen Durchbruch im Bereich menschenartige künstliche Intelligenz machen. Sie sehen hier diesen Fußabdruck auf dem Mond, für mich Symbolbild für dieses Wettrennen um künstliche Intelligenz. Und was passiert dieser Tage aktuell auch in Zürich? Sie sehen hier einen der ersten Sneak Peeks von einem Labor, das vollständig in der virtuellen Welt gebaut wird. Wir haben das mal als Projekttitel Promethea getauft und Sie sehen auf einem anderen Slide, was man in dieser virtuellen Welt eigentlich machen kann. Sie müssen sich vorstellen, etwa 300.000 clevere Menschen weltweit finden in diesen virtuellen Räumlichkeiten Platz. Die interagieren täglich miteinander, lösen schwierige Fragestellungen im Bereich künstliche Intelligenz und das Know-how wird systematisch akkumuliert. Und das ist eine neue Art, die eben auch durch die Corona-Krise quasi beschleunigt wird. Die Menschen haben mehr Zeit, sich in diesen virtuellen Welten einzufinden, verstehen auch die Macht von diesen Netzwerktechnologien. Und da ist Zürich und die Schweiz ganz weit vorne. Und die Mindfire-Stiftung versucht auch systematisch, diese virtuellen Welten zu bauen und eben auch eines der größten Labors im Bereich Künstliche Intelligenz. Und Sie sehen auch, wir werden dort Roboter entwickeln, werden Experimente machen. Und damit könnte man eben einen Durchbruch
im Bereich menschenartige künstliche Intelligenz erreichen. Und zwar bevor das ein großes Government baut oder eine große Tech-Company. Und ich glaube an die Macht von Talenten. Ich glaube auch, dass in einer digitalisierten, automatisierten Welt man sich eben nicht durch Technologie unterscheiden kann. Es ist eben der Faktor Mensch, der immer wichtiger wird. Und deshalb bin ich ein Fan vom Team Mensch. Sie sehen, dass sie auch mit den Händen symbolisiert. Und ich komme zum Abschluss meines Referates. Der Mitarbeiter 2.0 spricht mit diesen Konzernhirnen, nutzt moderne Kollaborationstechnologien. Mitarbeiter 3.0 ist eine Art Cyborg, hat direkt die Technologie am Körper, sei es mit einer Linse auf den Augen, sei es durch Implantate. Und dann der Mitarbeiter 4.0 ist eine Maschine, ein Roboter. Ich bin immer wieder ein bisschen erschüttert, wenn die Menschen dann mir sagen, ja, aber Pascal, eine Welt, wo wir nicht mehr arbeiten müssen, wo die Maschinen für uns arbeiten, kann ich mir gar nicht vorstellen. Hätte man vor 200 Jahren den Menschen auf den Äckern gesagt, dass sie nicht 18 Stunden pro Tag mit den nackten Händen Kartoffeln ausgraben müssen eines Tages, sondern nur noch 8 Stunden in beheizten Räumen sitzen würden, hätten die damals auch gesagt, ja, was mache ich mit meinen 10 Stunden, die ich da zu viel habe? Und deshalb denke ich, dass es extrem wichtig ist, dass man sich eben nicht durch die Arbeit definiert, dass man Visionen entwickelt, wohin will man eigentlich gehen mit dieser Technologie. Ich glaube, dass künstliche Intelligenz uns helfen könnte, paradiesische Verhältnisse zu schaffen. Man könnte eine weiße Toga sich anziehen, philosophieren. Man könnte Planeten entdecken. Es gibt ganz viele Inseln auf den Malediven, wo ich noch nicht war. Also ich könnte mir gut eine Welt vorstellen, wo die Maschinen für uns die Jobs erledigen und wir uns auf die interessanten Fragestellungen fokussieren können. In diesem Sinne liegt es eben an uns, was automatisiert werden soll und was nicht und wohin, dass wir mit der künstlichen Intelligenz uns bewegen möchten. Und damit danke ich für die Zeit und gebe zurück an die Moderation.